Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 Fate of Iberia. Und wir sind stehen geblieben in unserem Königreich von Toledo. Mit dem Vorhaben, Navarra zu halbieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn Malik Felipe Mohamedes von Navarra ist jetzt seit kurzem an der Macht. Ich guck mal, wie lange er schon an der Macht ist. Er ist seit dem 7. September, also ein knappes halbes Jahr, ist er jetzt an der Macht, das einjährige Kind. Und ich denke, Navarra ist mir noch zu stark. Als das einzige wirklich große Königreich. Asturien ist ja auch noch ein Königreich, aber hat nur noch eine Provinz. Die haben sich auch schon mal mit uns angelegt. Die sind auf jeden Fall auch noch dran. Die haben sich schon viel zu oft mit uns angelegt. Aber ich würde sagen, erstmal ist jetzt Navarra dran, denn er hat keine Verbündeten. Er ist ein Jahr alt und er hat keine Freunde auf der Welt. Und wir können wirklich viel Land von ihm nehmen. Wir können drei Scheichtümer von ihm übernehmen durch diesen Krieg. Und das kostet uns gerade mal 270 Prestige. Und ich denke, das ist ein Krieg, den wir. Er hat viel Geld. Vermutlich brauchen wir unsere Verbündeten, um seine Söldner zu besiegen. Aber das ist ein Krieg, den ich führen möchte. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Mal gucken, wen wir rufen können. Ich würde gerne den Scheich rufen oder doch eher die Gräfin. Der König hat 3000 Mann, kostet mich aber auch sau viel. Dann nehme ich den Scheich. 1000 Mann für 75 Prestige, das müsste reichen, in den Krieg rufen. Und ich sehe gerade, das Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Das müsste unsere Tochter sein. Nicht Tochter, sondern Schwester. Die Gräfin Dolcher. Denn sie hat ein Kind mit Emir Abdel Al-Rahman. Und dem gehört schon ein Scheichtum. Da ist die Frage: Möchte ich mit dir einen Ringkonflikt starten, um die Provinz zu kriegen, oder möchte ich das Kind töten? Wo ist sie hier? Nee, wo ist sie denn jetzt? Du doch. Dein Kind ist 22 und könnte auch sterben. Ich meine, es wird zu unserem Charakter passen. Wir sind ja sadistisch. Mord können wir nicht, weil wir schon mal versucht haben. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach einen Ringkonflikt gegen den Herzog, gegen das Taifa von Saragusta starten, um den Grafen eh uns untertan zu machen. Und dann kann er auch gerne erben. Er bleibt dann ja in unserem Reich. Ansonsten müssen wir uns jetzt um diesen Krieg hier kümmern. Also möchte ich gerne, dass das Militär. Möchte ich über Norden oder über Süden? Ich glaube, ich möchte über Saragossa direkt kommen. Also heben wir unsere hier Truppen hier aus. Mal gucken, wie viel Geld mich das kostet. Ich gehe ins Minus, das ist schlecht. Hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen auf Geld warten sollen. Aber okay, gucken wir mal, wie es läuft. Da sind 2600 Mann. Das heißt, er hat sich Söldner geholt. 754 Mann. Hat einen guten Befehlshaber. Er hat Fernando einen 18er Befehlshaber. Wir haben einen 26er Befehlshaber. Und das hier ist eine Bergprovinz. Sehe ich das richtig? Hügel. Vorteil verteilt. Also wenn wir uns zurückziehen würden in die Hügel, würden wir uns wahrscheinlich nicht angreifen. Allein weil wir da einen Schlachtvorteil von 5 hätten. Mal gucken, ob er zu uns kommt oder nicht. Er marschiert nicht zu uns. Er scheint zu unserem Verbündeten zu laufen. Auch nicht. Und der kommt von hier unten. Gucken wir mal, was passiert. Ich gehe ungern ins Minus, aber ich denke, dieser Krieg wird uns ein wenig ins Minus befördern. Er scheint einfach nur vorbei zu marschieren, um irgendwas von uns zu belagern. Möchte ich natürlich auch nicht. Das heißt, wenn der Albarazin zum Beispiel anfängt zu belagern, würde ich da gleich hinmarschieren, nachdem die Belagerung hier vorbei ist. In der Hoffnung, dass unsere Verbündeten mitkommen. So, die Aufgabe wurde abgebrochen. Das heißt, er muss jetzt erstmal woanders weitermachen. Dann mach doch mal hier bitte weiter. Wer hält denn jetzt hier eigentlich dieses Land? Meine Tochter? Meine Tochter ist die Herzogin und sie hat 317 Truppen. Sie ist mit niemandem im Krieg. Ich habe immer auch Angst vor ihm hier, dass er meine Familie immer wieder angreift. Er gefällt mir gar nicht. Dass er meinen Sohn da schon rausvertrieben hat, aber naja. Würden meine Verbündeten mitkommen? Ja, würden sie. Gut, dann schlagen wir jetzt erstmal die Schlacht. Und wenn wir die hier dezimiert haben, dann sollte es auch besser aussehen für uns. Wir müssen auch den Vorteil haben, dass es im Hügel ist, genau. Weil er hat ja belagert und die Festung ist im Hügel. Das heißt, es sieht sehr gut aus für uns. Selbst ohne die Verstärkung hätten wir vielleicht gewinnen können, aber mit der Verstärkung gewinnen wir auf jeden Fall. Er hat schweres Fußvolk. Das aber nur 10% Schaden verursacht, weil unser leichtes Fußvolk sie eben so hart kontert.
Das ist das Schwierige an schwerem Fußvolk. Ich mag es sehr, sehr gerne, aber am Anfang des Spiels hat jeder noch leichte Infanterie. Und leichte Infanterie kontert schwere Infanterie. Und dementsprechend macht sie dann eigentlich gar keinen Schaden mehr. Die machen jetzt 3,4 Schaden. Unser leichtes Fußvolk macht mehr Schaden als deren schwere Infanterie und kostet nicht mal ein Viertel davon. Einer unserer Ritter wurde verstümmelt. Einer unserer lüsternen Ritter ist jetzt einbeinig. Das ist schade und er wurde... hat schwer heilbare Wunden. Vielleicht stirbt einer unserer Ritter jetzt. So, die Schlacht haben wir gewonnen. Ziemlich ausgeglichene Verluste. Aber jetzt würde ich sagen, geht's weiter zum Belagern. Ich würde gerne direkt auf die Hauptstadt marschieren. Ja, wir können dahin marschieren, ohne Verluste zu erleiden. Was daran liegt, dass wir eine angrenzende Provinz schon eingenommen haben. Und wir nähern uns immer mehr dem Feindseligkeitsringen-Event. Ich bin gespannt, was dann passiert. Was für Phasenauswirkungen wir haben, weil die ändern sich dann ja. Wir sind momentan in der Phase der Gelegenheit und alles ist halt relativ neutral. Aber wenn wir in die Feindseligkeitphase rübergehen, bin ich gespannt, was das für Auswirkungen hat. Ob wir mehr Moral oder mehr Kriegsgründe kriegen oder was auch immer. Ich bin gespannt. Mal schauen, was da passiert. Okay, die Maschinen auch zurück zu ihrer Hauptstadt. Wir kämpfen jetzt in den Gebirge ihrer Hauptstadt. Das ist natürlich hart. Es ist ein Winter. Und sie haben Vorteil Verteidiger plus 12, wenn die Berge angreifen. Aber ich glaube, das wird mir trotzdem gewinnen. Ja, auch wenn es hart ist, der Kampf. Wir haben jemanden verloren. Wir haben unseren Ratsverwalter verloren. Er wäre es gerne. Er wäre perfekt. Aber ich denke, wird Bürgermeister Zur tatsächlich. Wir brauchen jemanden, der einigermaßen fähig ist, um die Kultur zu fördern. Ja, apropos Kultur fördern, wo macht er das denn gerade? Ja, unten, okay. Ich möchte ja immer mehr katalanisch sein. Denn das ist die Kultur meiner Familie, meiner Mutter. Und ich denke, die sollten wir hier verbreiten, um dann noch irgendwann das Kultur überhaupt zu werden. Wenn wir jetzt nicht militärisch werden. Eine Anspannungsstufe. Was ist passiert? Unser Bruder ist in der Schlacht gestorben. Oh nein, unser abscheulich hässlicher besessener Bruder, der unsere Mutter enterbt hat, ist jetzt in der Schlacht gestorben. Das führt zu einem Anspannungs-Breakdown für unseren Charakter. Mal gucken, was wir für ein Event da gleich kriegen. Schuld und Scham suchen mich in letzter Zeit heim. All meine Sünden, meine Fehler, mein Scheitern. Solch finstere Gedanken lenken mich von meinen Pflichten ab und halten mich nachts wach. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss, um diesen geistigen Qualen ein Ende zu machen. Doch was könnte wohl helfen? Ich will wohltätig spenden, um meine Sünden wieder gut zu machen. Ich denke, das können wir uns nicht erlauben. Vielleicht hilft es mal, wenn ich einen hebe. Ich glaube, das passt sogar irgendwie zum Charakter. Irgendwie so ein Schwertmeister, der viel mit seinen Jungs unterwegs ist. Ein kleiner Zyniker. Ich würde sagen, ein Trunkenbold passt irgendwie zu ihm. Ist ja so ein schönes rotes Gesicht. Das haben alle Trunkenbolde. Ich finde es relativ witzig und auch ziemlich unschön, aber es passt halt einfach. Wir sind jetzt halt jeden Tag betrunken. Wir müssen unbedingt nochmal den Hof halten, aber dafür wollte ich unbedingt mehr Geld haben. Denn meistens sind da Events bei, die echt viel Geld kosten. So, die Anspannung ist runtergegangen, aber damit das auch so bleibt, würde ich mich gerne einmal dem Alkohol entgeben. Das Prestige haben wir und das bringt uns 14 Anspannung. Wir sind ein ziemlich besoffener Typ in der Bar. In unserer privaten Bar hoffentlich, denn wir sind der König. Und... so, unsere Hofprachtstufe. Ja, darum müssen wir uns auch mal kümmern. Schon wieder. Achso, Sonifred wurde da. Never mind. So, jetzt haben wir die Schlacht gewonnen und belagern deren Hauptstadt. Das Ding ist, wenn sie während der Belagerung uns angreifen, dann haben wir wieder den Malus eines Gebirgekampfes. Ich möchte nicht 100 Gold zahlen, um deine Truppen zu bekommen. Trotzdem danke fürs Angebot. Ich möchte jetzt einfach nur die Hauptstadt einnehmen, dann sollte der Krieg vorbei sein. Vielleicht nehme ich noch ein paar Leute gefangen, die ich verkaufen kann. Momentan möchte ich den Hof nicht halten. Ich drücke das einfach mal weg. So, nö. Zahlung für den Herzog Sunifred. Achso, der Sohn vom Sunifred. Ah. Wir könnten natürlich auch seine Vasallenbande ändern. Zu erpresserischen Steuern zum Beispiel. Oder wir nehmen direkt 50 Gold von ihm. Ich glaube, ich würde lieber die Steuern nehmen. Ein Long-Term-Investment sozusagen. Machen wir das doch. Hat ja so ein wenig auch gelohnt, dass unser Bruder gestorben ist. Aber natürlich sind wir jetzt auch ein Trunkenbold. Was weniger schön ist. Ein besoffener Schwertmeister. Mal gucken, die werden wahrscheinlich gleich wieder suizidmäßig zurückkommen und uns angreifen. Dann werden alle versuchen,
ihre Hauptstadt zu verteidigen. Wollen sie das Kriegsziel zurückerobern? Eine helfende Hand. Meine Tochter. Nee, mein Hofarzt. Oh, sieht aus wie meine Tochter. Wie sieht meine Tochter aus? Sehe ich das selber? Nee, die hat so ein edleres Outfit an. Okay. Trotz aller Autorität, die ich angeblich in König ausübe, kann ich nicht überall in meinem Reich gleichzeitig sein. Es wird immer solche geben, die vergessen, meine Befehle zu befolgen. Sobald meine Aufmerksamkeit anderen Dingen gewidmet ist. Hier könnte mein Höfling Ximena mir helfen, die Treue meiner Erlasse am Hof durchsetzt. Könnte sie als meine rechte Hand dienen und eine aktive Rolle bei der Verwaltung meines Reiches einnehmen? Ja, sie wird mir gute Dienste leisten. Rechte Hand. Arzmarschall Ingemar. Ich würde sagen, sie wird's. Ximena. Unsere Hofärztin hat ja auch schon gute Dienste geleistet bisher. Sie hat schon oft geholfen. Also sie hat, glaube ich, noch nicht eine Behandlung verkackt. Ja, die Hauptstadt wird fallen, bevor er Saragossa zurückkriegen kann. Und das wird Navarra hart treffen, dieser Kampf. Wir haben sogar den König gefangen genommen. Er hat ja genug Geld, sich freizukaufen. Was hat er in Söldner gesteckt? Gucken wir mal, brauchen wir ihn überhaupt? Wir brauchen ihn nicht, um den Krieg zu beenden. Also möchte ich ihn tatsächlich freikaufen lassen und alles an Geld haben, was er besitzt. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich nehme es als Kriegsreparation sozusagen. Und ich fordere nun mein Land. Und damit müsste das Ring-Event doch jetzt eigentlich in Richtung Feindseligkeit. 3 Punkte fehlen. 3 Punkte. So, wir haben direkt Saragossa, Najera und Tudela eingenommen. Wie sieht's aus mit der Kontrolle? Ich glaube, in Najera und so sollte sie ja bei 25, das ist der Wert, den man kriegt, wenn man es eingenommen hat. Aber sie ist immer nicht so niedrig wie Saragossa, der auf 0 gefallen ist, nachdem wir es eingenommen haben. Es sieht jetzt nicht so gut aus für ihn. Er macht -4 Geld pro Monat und ich glaube, er wird Probleme haben in seinem Königreich. Ich löse jetzt meine Truppen auf jeden Fall. Für uns lief der Krieg sehr, 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 sehr gut. Und ich mal gucken, was ist dann alles im Herzogtum von Toledo eigentlich? Dieses Land gehört da schon gar nicht mehr zu, weil das schon Saragusta ist. Das heißt, ich bräuchte... Infant Sunifred, du bist krank. Aber ansonsten bist du noch in Ordnung. Unsere Ärztin hat dir tatsächlich geholfen. Ich habe dir schon mal Land gegeben und du hast es dann direkt verloren. Ich würde dir wieder Land geben wollen. Im Sinne, dass wir weiter herrschen, aber... der unsere Marionette ist. Albarracin. Ich möchte dir vor allen Dingen das geben, was in dem Herzogtum... Oder das Herzogtum Navarra. Ich glaube, das Herzogtum Navarra wäre was für meinen Sohn. Also geben wir dir die beiden. Und dann hast du auch keine Probleme mit irgendwelchen anderen Leuten, die unter dir sind, die den Krieg gegen dich anfangen. Das heißt, du solltest erstmal Zeit haben, dich zu etablieren. Er hat auch sau wenig Prestige, weil er eben Kriege verloren hat. Direkt ein Bündnis geschmiedet. Kann ich Vasallenbande ändern? Will ich gar nicht. Meine Schwester. Ich würde ihr gerne das Land geben, aber es wird dann ja ihr Sohn erben. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht kann ich ihr noch eine Heirat andrehen. Was haben wir denn da? Ein Ritter... Ich möchte ungern Ritter loswerden. Ein Neffe von mir. Das ist nicht so einfach. Sie hat umstrittene Abstammung, auch das noch. Wobei alle meine Geschwister haben eine umstrittene Abstammung, weil meine Mutter ja wirklich mit jedem Kinder gemacht hat, außer unserem Ehemann. Außer ihm Ehemann. Ich denke fast, ich sollte vielleicht erstmal hier einen Krieg führen. Erstmal die Kontrolle in der richtigen Region wieder hochbringen. Und zwar in... Was gehört da noch hier direkt? Nichts von all dem. Mir gehört so wenig in meinem eigenen Herzogtum. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht möchte ich auch dieses Herzogtum erstmal selber. Ich kann ja 2 Herzogtümer halten. Jetzt sollte ich Saragusta und das Herzogtum Toledo halten. Das wäre doch ein schönes Doppelherzogtum, was ich persönlich halten kann. Dann sollte ich nur versuchen, auf jeden Fall ihn noch irgendwann zu töten. Weil ich dann derjenige sein sollte, der ihn... Der meine Schwester beerbt. Schwierig momentan, die Situation. Vielleicht erkläre ich auch einfach direkt erstmal den Krieg. Aber erstmal möchte ich jetzt meinen Arzmarschall zurück nach Albarracin schicken. Ja. Und wir hätten genug Geld, um direkt in den nächsten Krieg zu gehen.
Haben wir irgendwelche gefährlichen Fraktionen? Wir haben gar keine Fraktion. Unsere Mannstärke erholt sich. Er hat nicht so viele Männer. Er hat gar keine Männer. Du bist leider ein viel zu... Waffenstillstand. Wie lange denn noch? Man konnte doch mal irgendwo sehen, wo man den Waffenstillstand hat. Warum... Ah, da. Ich glaube, wenn ich hier rauf über das Output sein gehe. Nö, auch nicht. Ich würde einen Waffenstillstand brechen. Das hat ziemlich beschissene Folgen. Wir verlieren eine ganze Ruhmstufe. 50 allgemeine Meinung. Sollte ich einfach nicht tun, tatsächlich. Hier allerdings. Er hat Verbündete. Er hat ein paar Verbündete. Er ist unser Verbündeter und sollte eigentlich unser Vasall werden, aber er will ja nicht. Nee, du bist nicht unser Verbündeter. Aber du hast unseren Verbündeten als Verbündeten. Wie wär's denn mit den ganzen kleinen Nationen hier unten? Ihr seid untereinander verbündet. Ihr drei. Er hat viele Männer. Irgendwoher. Mit euch bin ich verbündet. Mit Portugale bin ich auch verbündet. Nee, bin ich nicht. Ach, ich sehe immer die Bündnisse von den anderen. Sorry. Ich könnte eigentlich von dir fast alles an Land einnehmen, oder? Mit dem Ringkonflikt. Ja, einen großen Batzen. Ihr seid aber verbündet mit Portugale und mit denen da. Das sind 1000 Mann, das sind 700 Mann, das sind 1200 Mann. Ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt, den Westen zu expandieren, während wir im Osten Waffenstillstände haben. Oder uns endlich um den Norden zu kümmern. Er hat auch Verbündete, aber nur einen, der ich jetzt hier in Iberien sehe. Wo ist denn seine anderen Verbündeten? Ach, der hat nun... Okay. Salamanca und Vizcaya. Ich glaube, du bist dran, mein Freund. Ich glaube, das werde ich machen und ich werde Vizcaya direkt auch noch einen Krieg erklären. Ich wüsste nicht, was uns davon auffällt. Wir haben Geld. Er hat nicht so wirklich viel Geld. Er hat auch nicht viel Geld. So, zwei Kriege auf einmal. Wir holen unsere Truppen an die Grenze zu Vizcaya, würde ich sagen, um den Krieg schnell aus dem Weg zu räumen. Ich werde den Scheich rufen in den Krieg mit ihm. Nicht gegen Vizcaya, da brauche ich keine Hilfe. Und Æthelstan darf auch gerne kommen. Ah, 350 Prestige ist schon nicht wenig. Und die haben ja kein Geld, um sich Söldner zu kaufen, wenn ich sie gesehen habe. 60 und 32, die sollten sich keine Söldner holen können. Also versuche ich den Krieg, glaube ich, alleine. Ja, ich versuche den Krieg alleine. Ich muss nur diese Armee einmal besiegen. Möglichst schnell. 3 Monate, bis meine Truppen versammelt sind. Also mit dem schnell wäre das schon mal nix. Warum dauert das jetzt so lange? Ich hätte doch eben nach dem Krieg erst die Truppen aufgelöst. Oder habe ich... Okay, er belagert da hinten. Vizcaya steht einfach still und verteidigt sich. Ich möchte nicht mit jemandem, dem ich hasse, ein Brettspiel starten. Sorry. Soweit kommt das hier noch. Und ich habe einen Kriegsführungsvorzug. Das kommt ja perfekt. Der Dienst an der Krone. Auf jeden Fall. Mehr Kontrolle zuwachs. Das hilft uns gerade immens. Endlich unsere eigenen Regionen oder Kontrolle zu bekommen. Das geht ganz schön fix hier unten. Verdammt. Vielleicht verlieren wir Leon. Aber es sollte uns nicht wirklich wehtun. Das könnte unsere... Der Herzog Sunifred, du bist der Sohn von meinem Neffen. Verrückt. So viele Sunifreds, ich komme da langsam durcheinander. So. Wen haben wir da gefangen genommen? Ist das vielleicht ein einigermaßen fähiger Kämpfer? Nö. Einer von denen kann kämpfen. Wo haben wir euch denn alle her? Wer bist du denn? Prinzessin irgendwas ist kein Lösegeld wert. Auch aus Navarra kommt ihr. Er hat kein Geld, um das Lösegeld zu zahlen. Für ihn allerdings hätte er das Geld. Weil er sich selber freikauft. Du bist nämlich ein
Bürgermeister. Ja, Bürgermeister verkaufe ich. Das ist kein Problem. Und ansonsten sind wir jetzt hier am Belagern. Wir beenden damit den Krieg gegen Vizcaya ziemlich fix. Unsere Verbündeten marschieren schon mal auf. Auch auf Vizcaya leider. Wir belagern ziemlich langsam, finde ich. 5 Monate, während sie sich hier durchmarschieren in derselben Zeit. Wir sind jetzt in der Übergangsphase. Derzeitige Phase ist Gelegenheit. Wir befinden uns im Übergang zur Feindseligkeit in 3 Monaten. Entscheidung ansehen. Ihr füllt nicht alle vor. Ja, wo kann ich denn die. Achso. Um das Ring zu beenden, gibt es hier ganz viele Möglichkeiten. Das sind alles Sachen, die wir uns in der nächsten Episode mal durchlesen werden. Und dann endlich mit dem Ring etwas passiert, sozusagen. Nach knapp 60 Jahren Spielzeit. 60 Jahren Spielzeit? Ja, ich denke 60 Jahre Spielzeit ungefähr. Passiert etwas im Ringen um Iberien. Ich meine, das sieht auch schon so aus, als wäre was passiert im Ring um Iberien. Und ja, ich würde sagen, schaltet in der nächsten Episode wieder ein, wenn ihr sehen wollt, was mit dem Ring genau passiert. Wenn ihr sehen wollt, wie wir unsere Erzfeinde aus Asturien, die uns schon mehrmals, immer wenn wir gerade schwach waren, angegriffen haben, endlich zeigen, dass es keine gute Idee war, sich uns als Feind zu machen. Und wie wir das Königreich Toledo immer weiter größer machen, werden. Ja, keine Ahnung. Schaltet wieder ein. Bis dahin, euer Mische.